Was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Werde ich wieder auf dem Boot platziert oder was passiert? Das ist jetzt die Frage. Der heilige Johannes sei gepriestet. Man verliert auf jeden Fall sehr viel Leben. Das muss man auf jeden Fall schon mal dazu sagen. Grau. Mitten in die Nacht hinein. Verreckt Externer. Mitten auf einer Insel und lässt sein Schiff allein. Ja, so in der Art. Habe ich mir das so gedacht? So, aufgeben und wiederbeleben. So wie es aussah, bin ich wieder auf dem Schiff. Und damit erstmal einen herzlichen Willkommen zu diesem neuen Video. Und ja, Leute, ihr seht es ja auf jeden Fall. Ich spiele Raft und ja, das hier ist der Streaming und der Aufnahme. Map, sage ich es jetzt mal. Und ja, im Stream hatten wir schon eigentlich recht viel gebaut. Wir waren mit dem Planken dran, ne, dass das Boot ein bisschen größer wird. Und zusätzlich habe ich noch ein paar Fangnetze gebaut. Heißt also, es sind einige Fangnetze noch dazugekommen. In den Stream hatten wir mindestens so 3 Stück gemacht. 3 habe ich jetzt weiterhin gebaut. Es werden, wie gesagt, jetzt noch Wälze kommen. Da wird da noch einer hingemacht und ich hatte mir überlegt, vielleicht da hinten noch Wälze hinzumachen, weil das wäre an sich viel besser. Ich bin in diesem Spiel auf jeden Fall ein blutiger Anfänger, sage es jetzt mal so, weil ich bis jetzt das Spiel jetzt das zweite Mal spiele und noch nicht so richtig überblicke. So mittlerweile geht es eigentlich, muss man sagen. Und ja, wir werden jetzt erstmal ein paar Samen, die Samen kann man nicht einbetten. Ey, yo, das funktioniert tatsächlich. Ja, okay, sehr cool, sehr cool. Jetzt schauen wir mal eben ganz kurz, ob ich mir noch ein Fangnetz machen kann. Seile brauche ich auf jeden Fall noch genug. Ja, ein Fangnetz haben wir auf jeden Fall auch schon mal am Start. Und das Fangnetz, würde ich sagen, bauen wir jetzt diesmal dahin, weil da wollte ich noch eine Platte bauen. Wir werden jetzt erstmal entfernen und werden erstmal weiter treiben, weil da kommt nämlich jetzt noch ein Fangnetz rein. Da werde ich jetzt das machen. Zack, zack. Weil dann tue ich da nämlich auch noch ein paar Fangnetze hin, weil, wie gesagt, der fängt ja und das klappt schon irgendwie. Ich glaube, dieser blöde Vogel hat gerade mir soeben die Melonsamen da weggefuttert. Es braucht, glaube ich, noch eine Vogelscheuße. Aber sehr schön, da kann es mir nämlich direkt noch eine Vogelscheuche erstellen, weil ich glaube, da müsste auch noch eine hin, sodass er, wie gesagt, da nicht dran geht. So. Bin auf jeden Fall schon mal gespannt, ob wir mal so eine Kuppel entdecken. Das wäre natürlich schon echt schön. Also, wenn ihr weitere Videos davon sehen wollt, beziehungsweise Streams, dann abonniert meinen Kanal doch. Dann könnt ihr auch nichts mehr verpassen, was hier jetzt abgeht auf meiner Insel. Oh, ey, ja, hi, du hast es auf jeden Fall mit meinem Boot. Ja, der Hai, der mag mein Boot auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, weil ich ja, wie gesagt, das Spiel auch noch nicht lange genug spiele, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Bodengrund zu verbessern, sodass die Haie, so gesagt, den Bodengrund nicht mehr so einfach zerstören kann. Ich schätze mal auf jeden Fall, dass die das zerstören können. Aber halt nicht mehr so einfach. Ich weiß auf jeden Fall, man kann irgendwann, wenn man halt die entsprechenden Zutaten hat, sich eine Waffe bauen und den Hai irgendwie töten.
Das weiß ich. Aber ich glaube zumindest, dass der Hai dann wieder spawnt. Wie gesagt, die Story will es auf jeden Fall mit euch zusammen durchspielen und halt weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal eine nice Sache. Gebt auf jeden Fall dieses Video einen Like, wenn euch das Video gefallen hat. Bis jetzt gibt es hier noch nichts Spannendes zu entdecken, aber in kürzer Zeit wird auf jeden Fall schon viel mehr an spannenden Sachen zu entdecken geben. Ja, ich muss mal wieder schnell ins Wasser, weil das ist schon echt gefährlich, was ich da gemacht habe. Aber naja. So, Seile. Komm, wir machen auf jeden Fall noch dieses Wurfnetz, dass wir das wenigstens noch hier geschafft haben. Dafür brauchen wir halt, wie gesagt, auch ein paar von diesen Palmblättern. Und dann können wir auf jeden Fall noch das Netz so eben machen. Oh cool, da ist eine Kiste auf jeden Fall gekommen. Heißt also, ich könnte mir das Netz erstellen und könnte das direkt hier platzieren. So Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben da. Dann weiß auf jeden Fall, dass ich solche Videos mehr mache. Und ja Leute, dann sage ich mal, bis dann und ciao.